Hallo, liebe Jungfrau, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns heute im Kollektiven vom 15. bis zum 31. Juli uns deine zwischenmenschliche Beziehung anschauen, ja? Das, was auf dich zutreffen könnte, ja, was erwartet dich? Bitte bedenke, liebe Jungfrau, das alles, was ich jetzt dir preisgebe, kann nicht hundertprozentig mit dir resonieren, ja. Erstens, weil es eine kollektive Legung ist und zweitens, weil die Energie jedes Mal etwas anderes preisgibt, ja. Was du aber machen kannst ist, und das ist auch sehr wichtig, hör dir deinen Aszendent Mond und Venus Sternzeichen an. Das kann gut sein, dass du in den anderen Energien quasi die Antworten finden wirst, die du brauchst für dich, ja? Okay, gut, dann würde ich sagen, lass uns starten. Ich starte mit diesen wunderbaren Zeichen-Orakelkarten, ja? Welches Zeichen bekommen wir vom 15. bis zum 31. Juli 2023 für dich? Liebe Jungfrau, mal schauen, was für ein Zeichen wir bekommen. Da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Wow, Smiley Face Toy, also spiele, sei spielerisch, ja, hier geht es wirklich um glücklich zu sein, hier geht es um dieses Lachen wieder zurückzubringen, um dieses innere Kind auch mal zu wecken, ja, also das ist wie wenn du jetzt hier irgendwie spielerisch die Situation ansehen solltest, wie wenn du jetzt sagst, Katja, ich befinde mich gerade in einer schweren Situation oder das ist gar nicht einfach. Was du jetzt machen kannst ist, liebe Jungfrau, ich weiß, das hört sich verrückt an, aber du solltest das irgendwie spielerisch machen. Ja, du solltest vielleicht einfach mal drüber lachen, auch wenn es nicht so läuft, wie du es dir vorstellst. Ja, eigentlich, ich sage das immer, wenn du mir folgst, liebe Jungfrau, ist diese Dimension auch ein bisschen wie ein Spiel, ja, das ist diese Hologramm, ja, wir wissen gar nicht wirklich, ja, was Wirklichkeit ist und was nicht Wirklichkeit ist, ja, wir stellen uns nur vor, gerade du, liebe Jungfrau, aber auch die anderen Erdelemente, die auch sehr rational sind, ja, das, was wir anfassen können, das ist wahrhaftig, aber nicht alles ist so, ja, es gibt bestimmte Dinge, die wir nicht anfassen können, aber die sind trotzdem echt, die sind da, ja? Okay, also auf jeden Fall hast du hier diese neue Sichtweise auch mit dieser 3 und ich denke, du solltest einfach diese Situation, das, was du gerade erlebst, liebe Jungfrau, spielerisch angehen, einfach vielleicht auch mal darüber lachen, egal was passiert, ja? Das ist sehr, sehr wichtig, diese Leichtigkeit zu haben, ja? Okay, gut, dann machen wir weiter. Liebe Jungfrau, für dich mit den ganz normalen Orakelkarten. Mal schauen, was vom 15. bis zum... Ja, hier hat sich schon was gedreht. Nicht mal reden kann ich. Bis zum 31. Juli passieren könnte oder aktuell, was du gerade erlebst. Also Costruzione. Du konstruierst hier etwas. Das ist eine Basis, ein Fundament, würde ich hier sagen. Jetzt mal schauen, um was es hier geht. Memorie. Ah, okay. Bitte bedenke auch, liebe Jungfrau, ja, dass egal, was hier rauskommt von einer Energie, ja, manchmal ist es gar nicht deine eigene Energie. Das kann ja auch von der Kontrapart sein, von jemandem in deiner Umgebung. Okay, was hier rauskommt ist, entweder jemand ist gerade fokussiert auf die Vergangenheit und aus der Vergangenheit möchte man aber gerne rauskommen. Das ist wie wenn diese Vergangenheit einem reinhält, wie wenn die Vergangenheit dich blockieren würde, ja, und du möchtest aber etwas Neues konstruieren, also brauchst du neue Situationen, neue Angelegenheiten, ja, du kannst nicht mit dieser Vergangenheit, aus der Vergangenheit etwas konstruieren, was es nicht mehr gibt, ja, das ist wie wenn du sagst, ich habe mit jemandem etwas gehabt, und mit dieser Person möchte ich das jetzt dasselbe erleben. Das wirst du niemals machen. Du könntest quasi das Ähnliche, so ähnliche Dinge, ja, das ist normal, das gibt es öfters, dass sich gewisse Dinge wiederholen, ja. Aber trotzdem hast du hier eine neue, ja, Angelegenheit, die auf dich zukommen könnte. Und darauf kannst du jetzt konstruieren. Aber das geht nicht, wenn man sich nicht von Erinnerungen befreit. Also entweder hast du mit jemandem zu tun, der gerade zu sehr in seine Erinnerungen ist, liebe Jungfrau,
und nicht Platz lässt für neue Angelegenheiten, okay? Das könnte aber auch gut sein, du selbst. Du selbst lässt dich von der Vergangenheit leiten. Das ist wie wenn die Vergangenheit irgendwie das Schlüssel hat. Das könnte ja auch gut sein. Vielleicht wirst du in der Vergangenheit etwas herausfinden, was dich tatsächlich jetzt blockiert. Weil manchmal ist es so, da macht's Klick, ja, und dann können wir uns lösen. Das machen viele Menschen, zum Beispiel Meditationen, die dich zurückführen, ja, wo du noch ein Kind warst oder Erinnerungen, weil das Gehirn löscht quasi oder versucht, diese schlechte Dinge fernzuhalten. Der Gehirn möchte nicht, dass du leidest, aber wir sollten zu diesem Leiden stehen. Das gehört genauso dazu. Diese Schattenseite gehört genauso dazu, ja. Und du hast hier eine tolle Legung. Das ist wie wenn du jetzt hier, sagen wir mal, selber das spielerisch angehen solltest und wahrscheinlich könntest du auch die Lösung haben vor deinen Augen, ja? Durch diese Situation. Also sehr, sehr schön. Ich habe hier aber auch eine Karte, die mir sagt, entweder wirst du jetzt hier beobachtet von jemandem, ja? Oder das könnte auch gut sein, du beobachtest jetzt gerade jemand. Du hast jemand im Visier, okay? Das ist wie wenn diese Person für dich gerade eine wichtige Rolle spielt. Und diese Person möchtest du nicht von den Augen verlieren. Verstehst du das, liebe Jungfrau? Ich weiß ja nicht aktuell, was du erlebst, aber das könnte ja auch so eine Situation sein. Und Toy bedeutet normalerweise auch Spielzeug, ja? Das könnte ja auch gut sein, dass du jetzt gerade irgendwie auch Ablenkungen brauchst. Ja, manchmal brauchen wir Ablenkungen im Leben. Wir nehmen die Situation nicht immer leicht, ja, mit Leichtigkeit. Und was ist das Schönste, Serenita, dass du jetzt wieder aufsteigst, dass du wieder zu einer ruhigen Situation kommst, ja, dass in deinem Leben auch mal die Dinge glatter laufen, ja. Du brauchst etwas, okay, liebe Jungfrau, was dich auch, wie sagt man das, distraiere, ablenken, ja, was ich vorhin gesagt habe, ablenken, das stimmt, ja, das übersetzt man dann so, dass du jetzt sagst, okay, durch diese Situation kann ich mich ablenken, ich kann andere Dinge machen, ja, wenn jetzt diese Situation nicht funktioniert, ja, gib nicht auf, aber du solltest dich auch auf andere Dinge konzentrieren, nicht nur auf eine Situation, nicht nur auf eine Situation, die vielleicht auch mit deiner Vergangenheit zu tun haben könnte. Ja, das kommt immer drauf an, liebe Jungfrau, was du gerade erlebst und um was es bei dir geht. Ja, weil das könnte auch gut sein, der Schlüssel liegt in der Vergangenheit bei dir. Ja, das, nach was du suchst, ist tatsächlich in der Vergangenheit. Und aus dieser Vergangenheit könntest du deine Ruhe haben. Könntest du an deine Ruhe gelangen, würde ich mal so sagen. Ja, okay, machen wir weiter. Und zwar mit den ganz normalen, okay. Hier kann man gar nicht reden bei dir, liebe Jungfrau. Ja, da kommen schon die Karten raus. Tra voi due c'è un gioco di potere. Also hier sind zwei Menschen, ja, die sich sehr ähnlich sind. Also sehr ähneln vom Charakter. Natürlicherweise rede ich jetzt nicht hier vom Aussehen. Ja, nee, nee, nee. Es geht hier um Charakter. Zwei Menschen, die sich gegenseitig konfrontieren, sich vielleicht auch den Krieg machen, sagen wir mal so, ja, das ist jetzt metaphorisch gemeint, Meinungsverschiedenheiten haben, sich zu ähnlich sind, dickköpfig sind, beide, ich bin besser, nein, du bist besser. Das ist wie wenn beide hier vielleicht nicht zugeben wollen, ja, ich bin stolz auf meine Seite, diese Person ist stolz auf die andere Seite. Dann könnte es hier auch gut sein, dass es gar nicht deine Energie ist. Liebe Jungfrau, du könntest hier mit jemandem zu tun haben. Wie ich ja schon vorhin gesagt habe, du beobachtest jemanden, du hast jemanden im Visier und diese Person hat ja Komplikationen, führt gerade etwas im Schilde, ja, es ist etwas los in seinem Leben, das ist gar nicht einfach. Und dann habe ich hier auch einen Schock, das ist wie wenn hier etwas erlebt wird. Ich kann dir jetzt nicht sagen, liebe Jungfrau, bist du das? Oder ist es hier vielleicht auch jemand, der dir sehr nahe steht, ja, diese Person, die gerade für dich eine wichtige Rolle nimmt in deinem Leben. Das kann ja deine Mama sein, deine Schwester, das kann ja aber auch dein Herzensmensch sein, ja. Hier ist irgendetwas passiert oder hier ist
in der Vergangenheit. Ja, das könnte auch gut sein, du hast diese Situation schon erlebt. Was aber auch sein kann, diese Situation könnte eventuell noch kommen. Ja, mit den Karten sehen wir alles hier und jetzt. Ci sarà un accordo, und das ist immer schön. Das ist immer positiv. Diese Karte ist wirklich eine positive Karte. Das bedeutet, wo hier eine Meinungsverschiedenheit sind, also quasi hier sind zwei Menschen, die sich nicht verstehen. Stell dir jetzt mal vor, du sagst hier, liebe Jungfrau, du hast mit jemandem zu tun, der gerade vielleicht auch eine Scheidung eingereicht hat oder in einer schweren Situation, eine schwere Lage ist. Diese Person könnte quasi eine Nachricht bekommen oder ihm könnte das auch selber schockieren oder sie, dass hier ein Kompromiss gefunden wird, dass die Kontrapart doch hier locker lässt. Kennst du das, wenn du nicht erwartest, dass diese Person sich so benimmt? Manchmal können dich wirklich Menschen überraschen mit seinem Verhalten. Manchmal wenden sich die Dinge so, wie sie gehen sollten. Ja, manchmal ist es Schicksal, dass die Dinge einfach so sich wenden. Und das könnte hier auch ein Wendepunkt sein. Ich sage das im Positiven, weil hier kommt auch eine positive Karte. Hier kommt etwas, was hier sich für dich im Positiven, wie sagt man das, ein Kompromiss, das vielleicht jetzt hier, sagen wir mal, zwischen dir und dieser Person sein könnte. Ja, das könnte hier aber auch gut sein. Wir reden hier um jemanden, der in deiner Nähe ist. Das muss nicht immer unbedingt deine eigene Energie sein. Ja, das ist wie wenn zwei Menschen hier sagen, okay, lass es uns so machen, okay, anstatt wir jetzt hier uns gegenseitig, wie sagt man das, weißt du, guck mal, diesen Kampf, deswegen habe ich auch gesagt, das ist wie ein Krieg, weil das hört nicht mehr auf. Jeder will hier sich beweisen und das ist ein Mann und eine Frau. Deswegen sage ich ja entweder könnten, das hat jetzt nichts mit dem Bild zu tun, Frau und Frau das sein oder Mann und Mann, aber auch tatsächlich zwei Menschen, die nicht mehr zusammengehören. Pärchen, wo einfach nicht mehr zu teilen haben. Diese Personen wollen nichts mehr miteinander zu tun haben, ja? Okay, was haben wir hier? Wow, Divine Feminine. Und das sieht man auch auf diesem Bild. Das habe ich vorhin beobachtet, wo ich das draufgestellt habe, wie wunderschön dein Bild ist, liebe Jungfrau. Dieses Bild, das hier quasi dich darstellt, ja, diese Frau mit diesen Lilien, das ist echt fantastisch und hier kommt doch deine Weiblichkeit heraus. Das ist ja die Jungfrau an sich, das ist eine weibliche Energie. Und hier ist diese passive Energie, aber trotzdem haben wir eine tiefsinnige Energie, ja, die hier etwas löst. Hier passiert etwas, ja, liebe Jungfrau. Das kann aber auch gut sein, das kannst du mir gerne kommentieren, dass bald etwas auf dich zutreffen wird oder diese Person wird hier etwas erfahren, ja. Vielleicht auch ein Rechtsverfahren, hier wird ein Kompromiss gefunden. Die Dinge sehen gar nicht schlecht aus. Ich sag ja, Serenita da und hier ist eine Konstruktion. Das ist wie wenn man hier ein Fundament aufbauen möchte, aber die Vergangenheit steckt hier irgendwo drin. Und die Vergangenheit sollte normalerweise das nicht verhindern, sondern du könntest in der Vergangenheit, das könnte gut sein, dass hier diese alte Situation im Weg steht, ja? Und wenn man das geschafft hat, aus dieser Situation rausgekommen ist, kann man weitermachen, kann man sich weiterentwickeln, ja? Bleib fokussiert, weil diese Karte kann auch hier einen Fokus zeigen. Aber hier steht spiare. Also das bedeutet, du tust jemand spionieren. Das bedeutet, ja, natürlicherweise setzt du es um, dass du hier jemand spionierst oder tatsächlich dich jemand beobachtet. Ja, liebe Jungfrau. So, dann machen wir weiter mit den alternativen Tarotkarten, liebe Jungfrau, für dich im Kollektiven vom 15. bis zum 31. Juli. Ja, mal schauen, was hier passiert. Das kann aber auch gut sein, dass diese Karten hier nichts mit dieser Legung zu tun haben. Ja, Regina di Pentacoli, also das bist du, das ist deine Energie. Hier hat, also hier sagen die Karten, hier könnte irgendwie etwas kommen. Das ist wie wenn hier sich jemand verletzen könnte oder vielleicht ist es ja auch deine Mama. Das ist wie wenn hier jemand dir aber auch Hilfe geben könnte. Diese Königin der Münze könnte dir dabei helfen. Eine gute Freundin. Vielleicht ist es eine Arbeitskollegin. Du hast hier vielleicht etwas erlebt oder du möchtest hier jemand selber helfen. Ja, also hier ist jemand, der gerade etwas erlitten hat. Importunio bedeutet, weißt du, wenn du dir,
sag's mal, ich laufe ganz normal auf der Straße, auf einmal knicke ich meinen Fuß. Das bedeutet das, ja, das passiert ein kleiner Unfall. Das ist wie wenn jetzt du jemandem helfen könntest oder tatsächlich man könnte dir aus einer Situation helfen, ja. Das ist eine Dame, die wirklich ja diese Verantwortung hat. Ja, eine Freundin, also ich rede hier von Freundschaft. Natürlicherweise kann das auch gut sein, du hast eine gute Bekanntin oder du selber möchtest jemandem helfen. Eine gute Freundin von dir, okay, die jetzt deine Hilfe braucht. Das könnte hier eine ganz andere Situation sein, könnte aber immer noch dieselbe sein, dass du jetzt sagst, genau, meine Freundin ist gerade in diese Schwierigkeiten, ja, erlebt gerade hier vielleicht die Scheidung oder versteht sich nicht gut mit seinem Partner, könnte ja auch gut sein. Oder tatsächlich die Eltern, dass hier die Mama eine große Rolle spielt, okay? Hier ist aber auch eine, wie sagt man das, wichtig, dass man miteinander spricht. Konversation, dass man hier ausredet, dass man hier ein Gespräch führt und dieser Gespräch, ja, kann einem auch die Lösung geben, dass man hier zu diesem Gespräch eine Lösung findet, wie hier. Kompromiss, also hier wird quasi ein Kompromiss gefunden. Und wenn man miteinander redet, ja, ohne sich anzugreifen, kann man wirklich Kompromisse finden. Sehr, sehr schön, ja. So, dann machen wir weiter mit den Tarotkarten für dich, liebe Jungfrau, vom 15. bis zum 31. Juli 2023. Was könnte hier geschehen oder was ist schon geschehen? Ja, weil das kann gut sein, dass diese Situation du jetzt gerade erlebst. Ja, das kannst du mir auch gerne kommentieren. Manchmal ist es ja auch so, dass man die Situationen gerade erlebt oder auch Vergangenheit ist. Ja, weil mit den Karten sehen wir immer alles hier und jetzt. Ah, du hast keinen guten Schlaf. Schlafmangel. Schlafmangel. Hier ist der Klima ein bisschen zu dick. Ja, bisschen zu heftig. Also, was ist hier passiert? Du bist hier ein bisschen enttäuscht, wie wenn hier irgendetwas passiert ist. Ich sag ja, das könnte auch gut sein, eine Freundschaft. Du könntest hier dabei jemandem helfen, der diese Angelegenheiten nicht sieht, der immer noch gebunden ist, ja, an irgendeine Situation und sich nicht befreien kann. Aber das ist schön, weil das bessert sich mit der Zeit. Du solltest hier Geduld haben. Das kann aber auch gut sein, dass diese Person hier eine große Transformation erlebt, ja. Manchmal sieht man die Dinge nicht, ja, weil man zu besessen ist von der Vergangenheit. Du könntest hier mit jemandem zu tun haben, liebe Jungfrau, der immer noch mit der Vergangenheit, ja, sich beschäftigt und gar nicht mal den Ausweg findet, weil er die ganze Zeit oder sie auch selber, das kommt immer darauf an, wer jetzt diese Legung sich anhört, immer die ganze Zeit in der Vergangenheit haftet. Und was bringt die Vergangenheit? Das ist alles mental. Die Vergangenheit hast du schon erlebt. Das Ich, ja, das höhere Ich lebt jetzt. Im Jetzt, hier, was passiert jetzt gerade? Das ist nicht passiert. Das ist Vergangenheit, die Zukunft genauso, ja? Das sind Dinge, ja, die einem nicht loslassen. Das sind Dinge, die einem blockieren. Und genauso sieht es aus. Also das ist wie wenn hier sich eine Situation verbessern kann. Aber nur, wenn man Geduld hat und wenn man auch weiß, ja, wie man umgehen sollte mit gewissen Situationen, ja? Weil die Mäßigkeit, das ist klar. Das ist auch das Gleichgewicht für mich zwischen Yin und Yang. Hier hast du ja diese Weiblichkeit. Jetzt fehlt noch nur diese aktive Seite. Diese aktive Seite, die sagt, lass los, befreie dich, ja, transformiere dich. Wenn du dich transformierst, kannst du die Welt anders sehen. Du kannst gewisse Angelegenheiten auch merken. Das ist wie wenn du tatsächlich nur diese drei Kelche siehst, nur diese Enttäuschung. Aber du musst weitermachen. Du solltest weitermachen, ja? Liebe Jungfrau, das kann auch gut sein, du hast gerade mit jemandem zu tun, der gerade hier eine schwere Phase durchmacht und du könntest hier eine große Hilfe sein, wie ich ja schon vorhin gesagt habe. Eine gute Freundin, eine gute Arbeitskollegin, eine gute Schwester, weißt du, ein guter Bruder. Du könntest hier auch ein Mann sein und jemandem helfen, aus dieser Situation herauszukommen, ja? Aber es ist wichtig, weil wenn man hier nicht die Vergangenheit zurücklässt, weil der Tod repräsentiert auch etwas, was abstirbt. Natürlicherweise kann das auch gut sein, du hast hier durch die Krankheit jemanden verloren, dass es hier resoniert im Ganzen, ja, weil manchmal resonieren die Legungen ganz, ja. Manchmal ist es aber auch so, dass jede
Legung quasi etwas anderes sagen will. Okay, das ist klar, weil das sind verschiedene Karten. Und ich kann mir hier aber auch vorstellen, dass jemand sich gerade Sorgen macht um jemanden aus der Familie, Mama, Papa, Schwester, Bruder, wer das auch immer ist, ja. Aber es ist wichtig, wichtig, dass man hier den Glas, sage ich immer, halb voll sieht, nicht halb leer. Ja, und du könntest jetzt hier eine große Unterstützung sein, wenn du jetzt das nicht selber erlebst, ja, liebe Jungfrau. Vielleicht auch jemanden aus der Familie. Einfach helfen, ja, wenn du das kannst, weil die Königin der Münze ist wirklich eine Dame, die einem sehr helfen kann, ja, eine hilfsbereite Person, ja, genau, so sagt man das. Für dich, liebe Jungfrau, was ist deine Lektion aus dieser Legung? Vom 15. bis zum 31. Juli. Gesundheit. Ich achte dieses körperliche Gefäß, das als Heiligtum meiner Seele. Genau so ist es, ja. Ohne diesen, ich sag Veicolo, sagt man bei uns. Veicolo bedeutet etwas, was dich transportiert auf Italienisch, ja. Und das ist ein Auto. Denn Auto, ohne Auto kommst du ja nicht von A nach B. Ohne Auto kommst du nicht zur Arbeit, wenn du eine Arbeit hast, die eine gewisse Entfernung hat, ja, zum Beispiel. Oder du sagst, hier, dieser Körper, ohne dieser Körper, das ist metaphorisch gemeint, du kannst hier nicht leben, das geht nicht, ja, dieses Bio-Körper, quasi dieses bioenergetische Körper, der dich quasi hier leben lässt, der dich hier quasi diese Experienz machen lässt, das geht nicht, das funktioniert nicht, wenn dieser Körper nicht gesund ist, das geht einfach nicht, ja, und darauf solltest du achten, vielleicht geht es hier um deine Gesundheit tatsächlich, ja, das könnte hier aber auch gut sein, das geht hier um eine Gesundheit von jemand anderem, du machst dir hier sehr viele Sorgen, ja, das könnte hier auch gut sein, okay, mit welchem Sternzeichen hast du zu tun, liebe Jungfrau? Oder das ist deine eigene Energie, ja? Quasi Aszendent, Mond oder auch Venus-Sternzeichen, ja? Saturn, du hast hier Steinbock. Du hast hier Jungfrau, okay. Du hast hier Schützelein und zu guten Letzt auch Skorpion. Wenn es dir etwas sagt, freue ich mich über einen Kommentar von dir, über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nichts sagt, dann lässt du es so, wie es ist, ja? Liebe Jungfrau, ich wünsche dir alles Gute, ja? Ich weiß nicht, was du gerade erlebst, aber ich sage nur, die Gesundheit geht vor, ja? Und wenn du auch jemandem helfen kannst, ja, jemanden unterstützen kannst, dann mach es, ja? Weil du könntest wirklich jemandem helfen, der gerade in Schwierigkeiten ist, ja? Pass auf dich auf, liebe Jungfrau. Wir sehen uns bald. Mach's gut. Ciao.